Eine Hitzewelle nach der anderen, das neue Normal, stellt das vor besondere Herausforderungen. Denn in den Niederlanden kannte man sich bisher aus mit Schutz. Auf Deutschland zu und wird im Laufe der nächsten Woche dann mit hoher Wahrscheinlichkeit für Temperaturen so um die 40 Grad, mancherorts angeblich sogar. Schon heute bei einem Grad Erwärmung erleben wir mehr Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser. Es werden immer mehr Flüsse versiegen und trockene Regionen werden noch trockener. Rund 250 Stellen, 3000 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flut. Der größte Brand in der Region des Landes sorgen heftige Niederschläge für Hochwasser und Schlammlawinen. Verhindern. So, das sind 3:3. Der europaweit dramatische Wassermangel spitzt sich zu. Die Pegel unterschreiten erneut die kritischen Schwellenwerte. Die meisten Binnenseen in Norddeutschland sind immer noch leer. Sollte das trockene Wetter der vergangenen Tage anhalten, verschärft sich die Situation nun auch deutschlandweit. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schließungen der Stadien gehen nun schon ins fünfte Jahr. Der Zustand des Wassermangels wird sich im Laufe dieses Jahres aufgrund der zu erwartenden Temperaturen nochmals verschärfen. Neueste Grundwasserpegel deuten auf weitere Schließungen. Ich weiß nicht, was morgen noch möglich ist, aber jetzt kann ich handeln.